Ja, moin moin meine lieben HSV-Freunde, meine YouTube-Freunde und alle Freunde, die mich mögen, auch die mich nicht mögen. Ich wollte ja noch ein paar Worte sagen zum Topspiel Sonnabend um 8:30 Uhr auf dem Betzenberg. Kaiserslautern gegen HSV. So, das dazu. Ich hatte das große Glück, nochmal mit unserem Matteo Raab heute zu sprechen, unser zweiter Torwart jetzt in der Heuer. Der kommt ja von Kaiserslautern und der hat mir noch bestätigt heute, das ist eine ganz große, das ist eine andere Atmosphäre da. Also da muss schon alles passen, um da richtig ins Spiel zu kommen. Und natürlich auch so, die Zuschauer sind da unheimlich fanatisch und versuchen auch den Schiedsrichter immer so ein bisschen, ich will nicht sagen zu beeinflussen, aber sie wollen ihn schon ein bisschen, sie machen da richtig Alarm und viele Schiedsrichter, die noch wenig Erfahrung haben mit der zweiten Bundesliga oder auch mit der ersten, fallen auf diese Geschichten rein da. Aber das ist da, das dazu. So, dann will ich sagen, Steffen Baumgart hat heute die Pressekonferenz, habe ich mir noch reingezogen. Da ist alles gesagt worden. Er kann aus dem Vollen schöpfen. Bakary kann noch nichts spielen, aber sonst kann er aus dem Vollen schöpfen. Ich glaube, der Ismail Ferrari kann auch spielen. Und unser Daniel, der unser libanesischer Freund auch. Also ich glaube nicht, dass er da irgendwelche Probleme hat mit der Aufstellung. Dann müssen wir mal sehen. Also er wird wohl den Sturm packen. Ich weiß das natürlich nicht. Er äußert sich natürlich nicht jetzt konkret. Aber er hat ja jetzt gute Stürmer auch mit Robert ist ja gesetzt sowieso. Und der mit Königsdorfer, der macht jetzt auch, da ist der Knoten geplatzt. Durfte ich auch zwei Worte mit wechseln. Ich hatte ihn ja immer an die Uhr ransehen. Der hatte ja auch Chancen, sehr viele Chancen, wo er alleine in der letzten Saison, will ich nicht wiederholen, aber auf dem Torwart losgegangen ist und konnte das Ding nicht unterbringen. Und jetzt diese Saison ist der Knoten geplatzt. Und ich glaube, er hat sich auch gefreut, dass mir jemand das gesagt hat. Wieder ist der Knoten geplatzt. Ramsi, alles Gute für dich. Und dann haben wir noch unseren Davy Selke. Der kann auch noch Tore machen. Also vornehin habe ich auch nicht diese großen Beschwerden. Und jetzt haben wir auch das Mittelfeld wieder zusammen. Der Richter hat mir sehr gut gefallen, Margot. Und natürlich haben wir unseren Tschechen auch noch. Also wir haben eine Mannschaft, die sich auch wehren kann und muss auf dem Betzenberg. Wer da natürlich schon die Hosen voll hat, wenn das losgeht, der sollte sich lieber krank melden und sagen, Steffen, also heute habe ich so ein bisschen Durchfall oder irgendwas. Also da musst du schon Mann sein, da musst du schon mit Brust raus und auch mit Erfahrung, Leute, die werden das da schon machen. Aber wie gesagt, Kaiserslautern hat natürlich auch ein Problem. Wir haben jetzt zweimal verloren und haben den neuen Trainer, den Anfang, den muss man mögen oder nicht mögen, ich mache ihn nicht. Aber wenn er noch ein, zweimal verliert da in Kaiserslautern, dann ist er weg. Das geht ja auch ruckzuck. Das ist meine Meinung zum Spiel. Ich bin mal gespannt, wer da pfeift. Und dann fahren wir da mal locker hin. Und dann wollen wir mal sehen, was da läuft. Das ist schon mal ein Gegner, wo man sagen kann, da kann man sich schon richten, wo die Reise hingeht. Nach oben oder vielleicht nur Mittelmaß. Weil die beiden Aufsteiger, gut, die haben wir geschlagen. Da hatten wir ja sonst immer unsere Probleme mit. Aber wie gesagt, das ist Kaiserslautern oder Paderborn und Düsseldorf, das sind die Spiele, wo die Big Points sind. Das wissen wir ja auch alle selber. Und damit sage ich auch, es wird ganz schwierig. Ich bin wieder mit einem Punkt zufrieden in Kaiserslautern, wenn das einigermaßen läuft. Ich glaube, diesmal fallen da viele Tore. Und mein Ergebnis ist, ja gut, ich tippe ja nie gegen HSV. Sowas gibt es nicht bei mir. Ich mache mal zwei Tipps. Entweder gewinnen wir das 3-2 oder es wird ein 3-3. Das ist wieder drin. In Kaiserslautern fallen immer viele Tore. Und im Grunde genommen ist das so, ein Wort nochmal zu unserer Hintermannschaft. Das gefällt mir noch nicht. Da sind noch viele Abspielfehler und auch viele. Ich würde auch da mit der
Viererkette spielen. Aber das ist eine andere Sache, das musst du selber wissen. Ich gebe mal zwei Ergebnisse, ich sag mal 3-3 oder wir gewinnen das da 3-2. Alles klar, nur der HSV, hau rein ins Tango und dann hau ich jetzt hinterher mal die Ergebnisse raus von der zweiten Liga. Wo wir sehen, was ich da wieder rausziehe, ob ich wieder ein bisschen Glück habe. Und ihr seht ja, mir geht das schon wieder ein bisschen besser. Und dann habe ich natürlich wieder sofort die große Fresse auf. Ich war ziemlich klein, glaubt mir das. So, das dazu, schönes Wochenende, Topspiel und dann ziehen wir das Ding ab oder machen einen Punkt. Verlieren verboten, Steffen, das weißt du. Du hast eine Granatentruppe, du hast Spieler gekriegt von Kunz, alles, was du haben wolltest. Jetzt musst du liefern und die Mannschaft auch. Alles klar, nur der HSV, hau rein ins Tango. Tschüssi.